Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. Stopp! Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, dass das keine Süßigkeiten sind. Was? Keine Süßigkeiten? Ach komm! Was denn sonst? Was glaubst du, wofür das M darauf steht? Das sind Mario-Pillen. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück mehr. Was? Mario-Pillen? Sag mal, bist du in meinem Kopf? Sei leise! Schluckst du die blaue Pille, ist alles aus. Und du wirst nie erfahren, wo alles seinen Ursprung hatte. Schluckst du die rote Pille, tauchst du ein in das Wunderland der Ursprünge, in die tiefsten Tiefen der Pixel. Damit, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen hier in meinem Telefon. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ihr da draußen eingeschaltet habt, hier auf meinem Kanal, denn ihr seht schon, was wir uns nämlich heute angucken werden und ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Für die Mobiles ist vor ein paar Tagen rausgekommen Dr. Mario. Ein Game, das es schon sehr, sehr, sehr lange gibt, nämlich auf dem Game Boy. Und ich habe mir gedacht, ich werde das nicht sofort gleich anzocken, sondern erstmal warten, was ihr da draußen so für Feedback auf Google Play und schreibt. Und ich finde, die Rezensionen, was man so gelesen hat zu diesem Game, sind ja niederschmetternd. Und da dachte ich mir doch einfach mal, komm, wir gucken uns doch einfach mal den Vergleich zwischen dem Urschleim der richtig alten, uralten Gameboy-Version an und der neuen Smartphone-Version und nehmen die beiden so ein bisschen auseinander. Ich wünsche euch mit diesem Video daher viel, viel, viel Spaß. Und ihr seht's, ich habe die entsprechend rote Pille. Hat das automatisch gestartet? Ja, vielen Dank. So war das nicht geplant, meine Lieben. Und ich wünsche euch da draußen viel, viel Spaß in meinem Telefon mit diesem Cast. Und wir beginnen nämlich einfach mit der Gameboy-Version, die ich hier auf einem Emulator in meinem Telefon spiele, meine Lieben. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu erklären, damit ihr überhaupt wisst, was Dr. Mario und wie Dr. Mario funktioniert. Wobei, am Rande ist doch eine Frage, wer hat es eigentlich Mario geschafft, neben seinem Klempner-Dasein auch noch eine Promotion abzuschließen? Ich weiß es nicht. Oder nein, vielleicht war der Klempner-Job dazu da, sich die Promotion zu verdienen. Wir werden es nie herausfinden, meine Lieben. Aber, ach siehste, guck mal, ich starte, glaube ich, mal in einem ganz, ganz einfachen Virus-Level, damit ich euch das erklären kann und mit einem ganz einfachen Slow und mit dieser Musik, denn die feiere ich doch sehr. Ich habe tatsächlich gerade nicht, was es vom Ton zu laut ist, sonst ist Arsch. Also, was sollen wir machen bei Dr. Mario? Ja, sehr, sehr grenzwertig, denn der liebe Dr. Mario beschmeißt uns pausenlos mit Pillen, die man schlucken soll, beziehungsweise wir sollen Viren verhindern. Und wir haben, im Prinzip ist es so ein bisschen wie Tetris, du sollst immer Reihen aus vier gleichen Farbelementen bilden, um ein Virus zu töten? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Pass auf. Und zwar, wir haben einmal da diesen gepunkteten Virus. Haben jetzt hier eine Pille mit dem Weißen. Das heißt, ich versuche mir das natürlich auch nicht zu verbauen. Ich kann es ganz, ganz schwierig erklären, ne? Aber so viele Möglichkeiten hast du nicht. Hast du gesehen? So, jetzt hatten wir da eine Viererkette. Und da haben den gepunkteten wegbekommen. Es wird die furchtbarste Erklärung überhaupt. Ich weiß. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass ihr alle versteht, wie das Ganze funktioniert. Und ich mache mehr oder weniger eigentlich nur Folgendes, dass ich versuche, logische Ketten zu bilden. Ich bin, glaube ich, auch in diesem Spiel überhaupt nicht gut. Aber guck mal, das passt doch zum Beispiel, wenn wir hier das Gleiche jetzt hinbauen.
Das war zum Beispiel nämlich Käse, weil erfahrungsgemäß ist es auch so, wenn es dir verbaust, dann verbaust es aber richtig, richtig doof. So, die Sache brauchen wir nicht. Das Level ist im Übrigen zu Ende, wenn du alle Viren des Levels besiegt hast. Das heißt, ich kann hier unten richtig viel Chaos produzieren. Das juckt überhaupt nicht. Hauptsache ist, dass ich den letzten jetzt noch wegbekomme. Weißt du, wie ich meine? Ganz anders sieht das aus, wenn wir jetzt einfach mal vielleicht auf ein hohes Level gehen. Oder vielleicht blende ich euch einfach jetzt auch noch was ein, was ich gespielt habe. Denn ich habe einige Varianten durchprobiert, meine Lieben. Und werde das vielleicht einfach nur mich selber mal reacten. Das könnte man natürlich auch machen. Wow, also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr chaotisches Video, meine Lieben. Also pass auf, hier passt nämlich das an dieser Stelle. Und zack. Weißt du, was ich meine? Weil auf dem Schwarzen sitzt das jetzt drauf. Und wenn wir den Schwarzen nämlich wegkriegen, sackt die gepunktete Stelle runter auf den gepunkteten. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt folgen. Ich kann es leider nicht anders darstellen und auch nicht auf den Bildschirm tippen. Das macht das Spiel dann doch nicht mit. So, siehste. Ach, verdammt, scheiße. Pass auf, jetzt, genau. Zack, der Schwarze weg und jetzt rattert das runter auf den. Ich persönlich bin immer dafür, die am meisten oder am weitesten oben liegen, wegzukriegen. Weil dann hast du ein bisschen mehr Platz. Aber da muss sich jeder, glaube ich, so seine eigene Technik auskaspern. Ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier vor? Wie gehen wir da vor? Pass auf, ich glaube, den lasse ich jetzt einfach mal ganz unelegant nach unten fallen. Und den auch. Ich weiß gerade noch nicht, was ich vorhab. Na doch, ich möchte natürlich an den Gepunkteten irgendwie ran. Deswegen machen wir jetzt erstmal das Ganze so. Jetzt haben wir hier noch was Schwarzes. Ach, leck mich. Mach das von mir aus ganz nach unten. Und das auch. Und mich interessiert nämlich, lohnt sich die Mobile-Variante oder ist es besser, beim Klassischen zu bleiben? Diejenigen von euch, die die Online-Funktion auf der Switch haben, die haben natürlich auch schon rausgefunden oder schon festgestellt, dass es Dr. Mario dort schon seit längerem für die Switch gibt und die Variante dort hat mehrere Farben. Also nicht nur wie hier jetzt in dem absolut klassischen Modus, ich warte jetzt auf was Weißes zur Erklärung, was ich hier nebenbei tue, sondern mit mehreren Farben. Das erhöht dann gleich nochmal... Ah, fuck! Scheiße! Du sollst nicht fluchen. So, das war jetzt ein Euro in die Fluchkasse rein. Ich bin nicht Multitasking, habe ich schon mal gesagt, ne? Pass auf, das weiß. Ach, Himmel, Arsch. So ist es, meine Lieben, wenn man nebenbei versucht, was zu erklären. Ich glaube, ich werde euch gleich etwas anderes einblenden. Ich will natürlich auch das Video nicht episch in die Länge ziehen. Aber ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, wie das Ganze funktioniert. So, genau. Und jetzt gucken wir uns nämlich die Mobile-Version mal an. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Komm los, stirb! Im Übrigen, wenn man ganz oben das Pillenglas hier erreicht hat, dann ist vorbei. So, dann hast du die Überdosis geschluckt. Ganz normal. Meine lieben Kinder an dieser Stelle, jetzt, wenn ihr ein bisschen jünger seid, nehmt keine Pillen, die euch nicht der Arzt verschrieben hat. So, das am Rande. Und natürlich auch für alle diejenigen, die jetzt hier gleich Dislike-Buttons erklären, das waren M&Ms. So, das am Rande. Denn auf YouTube muss man leider alles erklären. Also, jetzt, meine Lieben. Ach so, ja, genau. Werde ich jetzt die blaue Pille nehmen und werde mir nachher definitiv noch eine Tüte kaufen. Sind die Scheißteile so gut? Sehen wir uns in der Mobile-Variante. Bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir jetzt in Dr. Mario. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich habe tatsächlich die App noch kein einziges Mal selber gestartet. Ich weiß also nicht, was uns erwartet. Ich finde die Musik gerade nur so ein bisschen... Ja, sie ist entspannt. Also, ich möchte ein neues Spiel starten. Ich bin aus Deutschland. Muss jetzt erstmal meine Seele wieder mal an Nintendo verkaufen. Denn, meine Lieben, ich habe nämlich gelesen, ich mache noch mal ein bisschen leiser, dass es hier sehr, sehr grenzwertige In-Game-Bezahlfunktionen geben soll. Und genau das werden wir zusammen gleich herausfinden. Denn da, wisst ihr, habe ich ja immer meine dezenten Probleme mit. So, jetzt muss ich mich erstmal bei Google anmelden. Ach, ist das doof. Viren überall, eine Vireninvasion! Die Tots sind ganz in Panik und sogar Bowser's Schergen haben sich Hals über Kopf aus dem Staub gemacht. Alle Hoffnung auf Rettung ruht auf dir. Beende die Virenplage. Ja, okay, also das feiere ich schon mal sehr. Mach ich. Vielleicht.
ist das süß. Also von der Aufmachung her stößt mir schon sehr auf. Es ist sehr, sehr, sehr Handyspielartig gestaltet. Oh nein! Die Mühle sind ja immer so... Überall sind wir. Da dürfen wir nicht tatlos zusehen. Ich weiß gar nicht. Hat man Tops überhaupt jemals schon mal reden hören? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Man hat die noch nie reden hören. Wir müssen die bekämpfen. Ja, ja, ich weiß. Ist ein bisschen cringe heute, das Video. Beseitige alle 6 Viren, okay. Viren lassen sich mit Hilfe von Kapseln beseitigen. Ja, was lehrt uns das Spiel? Nimm eine Tablette und du bist die Viren los. Ist auch ein sehr grenzwertiger Ansatz, ne? Ist auch ein sehr, sehr grenzwertiger Ansatz. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich so dunkel hier bin. Aber gut, dann ist das so. Ich zeig dir mal, wie das geht. Oh, Tutorial! Dr. Todds Anleitung. Also, hier unten haben wir die Tabletten. Also, läuft schon mal anders. Er wirft nicht von oben nach, sondern wir dürfen selbstständig nehmen. Zieh die Kapseln auf den Bildschirm. Wenn du sie loslässt, steigen sie nach oben. Okay, also ist komplett seitenverkehrt. Sobald die Kapsel auf ein Virus, ein anderes Objekt oder den Bildschirmrand stößt, bleibt sie stehen. Entsteht so eine einfarbige Welle, blablabla. Bis auf den Virus. Also, auch wahrscheinlich, ja, hier sieht's aus wie eine Dreierreihe, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Tippe eine Kapsel kurz an, um sie zu drehen. Alles klar, kann ich jetzt loslegen? Berühre, halte und ziehe. Ja, ist okay. Vorsicht! Ziehe Kapsel nicht so weit nach oben. Warum wer Tots weiß, dass sie so seltsame Geräusche machen? Es ist unmöglich, sie wieder nach unten zu ziehen. Alles klar. Was einmal geschluckt ist, ist einmal geschluckt. Ich habe verstanden. Oh, ich hasse Tutorials. Ohne Witz, ne? Ich habe es doch verstanden. Alles klar. Aber geil ist auch, wie grenzwertig er klatscht. Okay, Freunde. So, nehmt mich nicht ernst. Ihr beseitigt alle Viren. Nein, wir haben alle Viren beseitigt. So, siehste. Aber in meinem Kopf ist auch schon totaler Virus. Die Anzahl der Kapseln ist begrenzt. Rechts oben auf dem Bildschirm siehst du, wie viele noch übrig sind. Beseitige mit Hilfe der verfügbaren Kapseln alle Viren, um den Level abzuschließen. Warum macht sie die Stimme so komisch? Ich weiß es auch nicht. Das ist meine innere Tot-Stimme. Im Inneren sind wir alle kleine Tots. Sollten dir die Kapseln ausgehen, tja, dann musst du es wohl nochmal versuchen. Ich bin auf die Ingame-Bezahlfunktion sehr gespannt, meine Lieben. Achte also stets darauf, wie viele Kapseln du noch hast. Kann ich jetzt endlich anfangen? Mario! Hallo, hi Doc. Mich würde wirklich interessieren, wann der seine Promotion gemacht hat. Ohne Witz, ne? Ohne Witz. Also, und vor allen Dingen, was sich die Entwickler damals gedacht haben. Pass auf, also. Ja. Ich habe nämlich gelesen, dass entweder eine gewisse Anzahl an Spielen darf man spielen oder nur 60 Minuten. Wir gucken mal. Am Anfang wird das Ganze so ein bisschen anfixmäßig sein. Wir starten einfach erstmal endlich das erste Spiel. Wir starten das erste Spiel. Wir finden das schon noch heraus, meine Lieben. So, jetzt haben wir hier noch so eine komischen anderen Steine. Ja, okay, wir haben 5 Viren, die wir beseitigen sollen. Können wir jetzt endlich anfangen? Das gibt's ja nicht. Oh, aber da haben wir die Musik! Okay, das war Level Nummer 1. Und mir verrät einfach schon die Gestaltung am oberen Rand mit Diamantenherzen und Münzen, dass das hier anders gestaltet sein wird als Mario Run. Und meine Lieben, Mario Kart soll ja auch demnächst auf die Mobis kommen, genauso wie eine Zelda-Version und auf die Mario Kart-Version. Was soll ich sagen, freue ich mich persönlich leider noch überhaupt nicht, weil... Das Auto soll selbstständig fahren und man soll einfach nur nach links und rechts lenken können. Ich bin sehr gespannt. Aber gucken wir mal weiter. Ich bin gespannt, wann wir zu den Ingame-Bezahlfunktionen kommen. Weil momentan sind wir noch in der Phase, wie wir es bei allen Games kennen, dass uns die Spiele so ein bisschen anfixen sollen. Komm, pass auf, das drehen wir und zack, ist das weg. Dann nehmen wir die blaue und zack. Also ich finde es bis jetzt, vom Schwierigkeitsgrad ist es irgendwie sehr, 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 sehr simpel.
Also viel simpler als die Gameboy-Variante. Wenn ihr eine Herausforderung wollt, dann holt euch die Gameboy-Variante, ne? Mehr sage ich an der Stelle dazu nicht. Weiter, los, 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 los. Das muss schneller gehen, Mario. So, wir gucken jetzt einfach mal in den Shop rein. Wir gucken einfach mal jetzt in den Shop rein, weil mich das interessiert. So, pass auf. Siehst du, da haben wir nämlich, pass auf, also. Du hast ein Geschenk abgeholt, habe ich. So, das nächste Geschenk gibt es in 20 Minuten. Freue dich auf weitere Aktionen. So, pass auf. Hier haben wir also für die Diamanten, müssen wir in-game reales Geld ausgeben. Da gibt es angeblich auch eine Aktion. Achso, ja, das haben wir abgeholt. Was können wir denn mit den Münzen machen? Weiß ich nicht. Was ist mit den Herzen? Siehst du, die Herzen kriegst du nur für Diamanten und die Diamanten musst du kaufen. Aber gucken wir mal. Level Nummer 3. Oh Gott, wie sehen die denn aus? Den Viren ist schon übel. Schon ohne Medikament ist den übel. Also, wir haben 11 Viren, 15 Kapseln und los geht die Gaudi. Ich find's auch strange, dass die Variante jetzt komplett von unten ist. So. Oh, das war ja schwierig. Nicht. Ich fühle mich gerade noch ein bisschen verarscht. So ein bisschen, ich weiß doch nicht, was Dr. Mario mir damit jetzt sagen möchte. So, meine Lieben. Ja, es ist jetzt einige Zeit später, seitdem ich hier die ersten Level angetestet habe. Und ihr seid natürlich jetzt auf mein Fazit gespannt, das leider ein bisschen vernichtend ausfallen wird, liebe Nintendo-Entwickler, zu diesem Game. Und zwar nach dem Ladebildschirm erzähle ich euch nämlich, ob die App sich lohnt oder nicht. Und zwar, meine Lieben, also, wir haben jetzt ein Willkommensevent, das mich tatsächlich gerade gar nicht interessiert. Also, wow, ganz viel Text. So, lohnt sich diese App oder lohnt sie sich nicht? Wie wir hier sehen, habe ich tatsächlich Level 20 abgeschlossen. Und direkt nach Level 20 ploppen hier noch einige andere Dinge mehr mit auf. Denn wir haben, wie ihr gesehen habt, ganz am Anfang so ein bisschen Tutorial-mäßig angefangen. Wenn wir uns in einem Level befinden, ich kann euch das... Zeige ich euch das? Nein, das kann ich euch hier sogar schon zeigen. Es gibt Items, die wir in den Levels verwenden können, die wir aber dazu kaufen müssen über Münzen bzw. diese Kristalle. Also wir haben es hier leider mit einem Game zu tun, das eine ziemlich perverse Pay-to-Win-Version vor sich zu liegen hat, wo ich natürlich an der Stelle auch überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen möchte. Also ihr seht zum einen hier Items, die man dazu kaufen muss. Nur das über Zufall ist über die Münzen zu generieren und der Rest ist, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, über diese Kristalle hier zu kaufen. Und exakt genau nach einer Stunde Spielen haben wir hier gesehen, dass nämlich anstatt der unendlich zur Verfügung stehenden Herzen plötzlich nur noch 5 Herzen zur Verfügung stehen. Und wir gucken uns jetzt mal die Ingame-Bezahlfunktion so ein bisschen an. Um weitere 60 Minuten kostenlos spielen zu müssen, müsste man 30 von diesen Diamanten tatsächlich kaufen. Die musst du wirklich kaufen. Oder für 5 Herzen, also für 5 einzelne Spiele, 10 Diamanten. Wenn wir jetzt mal in die Ingame-Bezahlfunktion gehen, ihr habt es wahrscheinlich in dem ersten Video schon gesehen, es gibt ein tägliches Geschenk, aber ich denke, dass es sich bei diesem täglichen Geschenk tatsächlich nur um diese Münzen handelt. Diese Münzen lassen sich allerdings nicht in Diamanten umwandeln. Korrigiert mich, ihr Lieben da draußen, wenn das anders sein sollte, wenn es zum einen eine Umtauschmöglichkeit der Münzen für Diamanten gibt und wenn es täglich vielleicht auch mal ein paar Diamanten gibt. Dann nehme ich das an der Stelle zurück. Das kann ich so noch nicht beurteilen. Aber soweit finde ich dieses Spiel wirklich sehr, sehr, sehr grenzwertig. Und ich glaube, liebe Nintendo-Entwickler, seid mir da an dieser Stelle nicht böse. Aber ich glaube, selbst Mario schämt sich bis tief in den Schnurrbart für dieses Game. Und nur mit einem freundlichen, bekannten Gesicht jetzt Klicks und Geld zu machen. Ich fand Mario Run sehr gut umgesetzt mit, man zahlt einmal 10 Euro und hat dann quasi eine Vollversion, die aber doch schon eine ziemlich abgespeckte Mobile-Version entspricht, haben wir hier jetzt einen kompletten Rückschritt im
Nintendo Goes Mobile Gaming. Das muss ich an der Stelle leider dazu anmerken. Das finde ich sehr, 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 sehr schade, denn es steckt ja hier sehr viel Entwicklungsarbeit dabei und das hat auch niemand Probleme damit, irgendwie in-game reales Geld auszugeben. Aber das hier ist doch sehr, sehr teuer, denn wenn wir hier uns jetzt mal die Diamantpreise angucken, ihr habt noch im Kopf 5 Spiele 10 Diamanten oder 30 Diamanten eine Stunde spielen. Ich meine, was ist eine Stunde letztendlich? Na, guck mal. Kommst du mit diesem Bezahlmodell für 5,49 Euro, kriegst du gerade mal 53. Das heißt, du kannst noch nicht mal 2 ganze Stunden voll spielen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schade. Also, was wird einem hier jetzt noch geboten? Man kann verschiedene Doktoren auswählen. Es hieß, nach Level 20 oder nach Erreichen von Level 20 kann ich den Doktor wechseln. Ich wollte eigentlich auf Dr. Bowser gehen. Warum auch alle hier jetzt plötzlich einen Doktortitel haben, weiß ich nicht. Das ging aber nicht. Stattdessen habe ich jetzt hier einen Assistenten und mir wurde gesagt, ich brauche den Assistenten. Ja, man kann wohl, wie du siehst, es gibt verschiedene Welten, das weiß ich so nicht. Das einzige, die Versus-Geschichten sollen wohl anders geregelt sein, das müsst ihr, wenn ihr mögt, ausprobieren. Aber seid einfach bitte, bitte nicht traurig, wenn man in diesem Spiel irgendwann tatsächlich nicht mehr weiterkommen sollte. Ja, meine Lieben, das war's an dieser Stelle zu diesem ersten Video. Das erste Video sollte tatsächlich wirklich nur ein Vergleich zwischen der ursprünglich alten Gameboy-Version und der neuen Mobile-Version sein und naja, bildet euch, wenn ihr mögt, euer eigenes Bild dazu. Mir gefällt die Ingame-Bezahlfunktion überhaupt nicht. Aber meine Lieben, ich habe natürlich noch mehr aufgenommen, nämlich die ganzen Level zwischendurch. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann schiebe ich das einfach in einem zweiten Video vielleicht noch nach, wenn ihr das sehen mögt. Aber das ist sozusagen das Hauptvideo zu Dr. Mario Mobile vs. Game Boy. Und jetzt, meine Lieben, habe ich noch einen fantastischen Soundtrack gefunden auf SoundCloud, den ich mir auch nicht verklemmen konnte und werde dazu vielleicht einfach mal ein paar Oldschool-Gameboy-Varianten von mir mit einblenden und würde mich freuen, wenn ich euch einfach an dieser Stelle hier auf meinem Kanal nochmal begrüßen darf zu einem fantastisch grandiosen Low-Budget-Video oder irgendeinem festen Format. Wenn ihr euch das Video gefallen hat und wenn ihr vielleicht sogar vorhabt, Teil der Dirty Crew zu werden, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und jetzt, meine Lieben, genießt einfach genießt diesen Sprachaussetzer und den Tag und seid ein bisschen dirty dabei. Tschüss! Here we go! I'm Dr. Mario and I am saving lives. I look different in this game. I lost my hat, got a coat, Dr. White stethoscope. I am Dr. Mario and I prescribe high fives. Latter's the best medicine, so you fell down. In the Mushroom Kingdom, I'm the finest doc by far. I got my degree by watching how sense clubs and ER brightly colored pills. They'll cure all your ills. Just as long as you've got fever or the chills. Take off your pants. Good. Now let's see. Turn your head and cough. Okay, now do me. Please? Does it hurt to pee? No. Is it hard to see? No. I am diagnosing you with HPV. You've got mononucleosis, halitosis, scoliosis, 15 days is my prognosis, you need red and blue pill doses. You've got scabies and phlebitis, chronic rabies, hepatitis, you'll be brave and you'll unite us, then you'll die of meningitis. Wait, wait. I'm wrong. You have crabs. Brightly colored pills. They'll cure all your ills. Just as long as you've got fever or the chills. And take it, Floss.